der anderen Seite Binizzotto dabei. Nochmal Fenton auf Binizzotto. Jetzt der Hauptschiedsrichter etwas im Weg, aber weiter geht's. Schöner Pass von Roger. Tor! Es ist der Captain Adam Borosinski, bringt die Steelers mit 1:0 in Führung. Gespielt 4 Minuten 19. Ja, da hatte Ose den Puck an der blauen Linie, hätte abziehen können und war dann auf der rechten Seite sein Nebenmann. Beide gehen auf die 40 zu. Ja, der Puck ist weg. Frank. Lindelbauer. Und aber Kelly passt auf. Was? Immer noch Justin Kelly. Pfosten. Kein Tor. Ja, der Professor wollte ihn rein zirkeln, aber Scheibe heißt Tor. Robin Just oder Adam Borosinski. Völlig egal aus Sicht der Billy Keimer. Scheibe in den Slot und von irgendeinem prallt sie durchs Five-Hole von Timo Herben zum 2:0. Ja, der war jetzt im Grunde genommen komplizierter, der Puck, den im Tor unterzubringen. Aber es war dann etwas durcheinander und plötzlich war die Scheibe drin. Ja, und höchstwahrscheinlich wird der Treffer Adam Borosinski zugesprochen, der den Pass gespielt hat. Doppeltorschütze, somit der Kapitän Adam Borosinski. Ja, jetzt geht auch Renner auf die Bank. Thalhammer. Schöner Pass in den Slot, aber Luftloch hier von Gaschke. Konter läuft. Schoofs mit McKnight. Fenton. Scheibe frei. Fenton Tor. 3:0 für die Steelers. PJ Fenton am ersten Schuss noch von Herben gehindert. Und dann mit dem Nachschuss das 3:0 für die Steelers. Abschluss einer Druckphase des amtierenden Meisters. Ja, McLeod ist am Monieren und am Diskutieren. Ich habe da jetzt gar nichts gesehen, was da irgendwo. Steelers können die Box jetzt stellen. Fenton. McKnight legt ab. Tor! Da ist er ihm durch die Hosenträger gerutscht. René Schoofs müsste es gewesen sein. Der Jubilar steht im Slot, kriegt den Pass. Und McKnight müsste es gewesen sein. Er zieht drauf und dann Druller ab durch die Hosenträger. 4:0 für die Steelers. Ein bisher perfekter Abend für René Schoofs. Im Jubiläumsspiel zu treffen, gelingt auch nicht jedem. Schöne Bewegung und das wieder durch die Hosenträger. Und erneut war es René Schoofs und erneut durch die Hosenträger von Timo Herben. Doppelschlag des Jubilars. 5:0 für die Steelers in der 29. Minute. Ja, jetzt ziehen die Steelers den Turbo. Auch wieder zweites Drittel. Und das Heimteam gibt Gas. Lässt dann doch sein Kasten. Ja, und die letzten 2 Minuten angebrochen. Die werden die Steelers mit einem Mann weniger zu Ende bringen. Sollte den Star Bulls kein Treffer gelingen, der jetzt ist er da. Ergebnis Kosmetik 1:5, David Valorani. Der erste Treffer in der laufenden Serie auf Bietigheimer Eis für die Star Bulls. 5:1. Bei Spiel 4. Ja, und dann hätten wir auch den Endstand, der bereits Mitte des zweiten Drittels feststand. Nein, der eine Treffer ist jetzt noch gefallen. Das dann 5:0, jetzt steht es 5:1. Du erinnerst dich gerade, der Gegentreffer. Ja, Endstand 5:1.